Und nun, meine Damen und Herren, haben wir als nächsten Künstler auf der Bühne Tony Allen, Mitglied der legendären Rap-Formation Advanced Chemistry, Sohn eines italienischen Gastarbeiters, einer der Integrationsfiguren der deutschen Hip-Hop-Szene, und an den Plattenspieler unterstützt ihn der Disc-Jockey Larry D. Bitteschön. Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Yeah. Ich kam unschuldig auf dieser Welt an, lag ungeduldig in den Armen meiner Eltern. Alle schauten mich, den kleinen Tony L, an. Mein Weg war abhängig von so vielen Helfern. Noch geborgen im familiären Umfeld, geschützt vor Sorgen der gefährlichen Umwelt. Ich vermisse diese Zeit manchmal wirklich sehr, denn ich wusste nichts, jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Zum Beispiel, dass ich in einem gebildeten Land lebe, in dem man im Kopf zu oft die rechte Hand hebt. Dass ein Schulsystem nicht vor Dummheit schützt, Gesetz und Politik braune Parteien unterstützt. Ignoranz und Arroganz heißt der Massenkrampf, zu viel Angst vor Toleranz bleibt im Klassenkampf. Ich träumte mich in Welten fern von allem ab, weil mir die Realität selten gefallen hat. Sehe Rassismus, der den Alltag prägt, hör ihn überall im Gespräch, doch all das geht durch Gleichgültigkeit an vielen Ohren vorbei. So wird neues Potenzial radikal geboren dabei. Blickwinkel sind eingeengt, vieles bleibt dummerweise fremd. Es wird zwischen Schwarz und Weiß getrennt. Mein Geist hängt in Schweiß getränkt. Höre ich laut, was manch anderer leise denkt. Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Das Leben hat seinen Preis, den man zahlen muss. Doch ab welchem Status bietet dir der Staatsschutz? Wie sieht er aus, der echteste, deutscheste? Dies an einer Hautfarbe zu messen ist das häufigste. Was ist Nationalstolz, für den du prahlen sollst, während du dem Stern auf der Autobahn folgst? Rennt ein Mob rum, der total verblödet, für diesen Stolz Menschen brutal tötet. Wer ist es, der dafür die Verantwortung trägt? Eine Nation, die vor Recht und Ordnung steht? Die kleine schreiende Minderheit gibt nie Ruhe, und die feige schweigende Mehrheit sieht zu, schockiert über das, was geschehen ist. Ein weiteres Opfer, ein weiteres Begräbnis. Die Schlagzeile reduziert sich auf Skinheads, was eins unserer Augen mal wieder blind lässt. Wir glauben, unser Zustand ist hellwach und können alles sehen in unserer Spaßgesellschaft. Denn zur Überheblichkeit ist der Weg nicht weit. Für jedes Thema steht bereits ein Klischee bereit. Oberflächliches ist leicht verständliches. Wissen kostet Zeit, so bleibt es Nebensächliches. In jedem Monat zig Millionen Informationen, Interpretationen von Situationen. Doch sage mir, aus welchen Quellen stammen sie? Vorurteile manipulieren unsere Gedanken wie schöne materielle Dinge, alles Strategie. Wir versacken in Etappen, tappen in die Falle, die uns immer wieder gestellt wird. Merken kaum, dass die Welt stirbt, weil jeder nach Geld giert. Deswegen muss ich verletzt gegen mich selbst kämpfen. Möchte ich dem Rest der Welt helfen? Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Knowledge, wisdom, understanding. Knowledge, wisdom, understanding. Knowledge, wisdom, understanding is the key to wealth. Jeder trägt zum Konzert der Menschheit eine Note bei. Doch zwischen dem Wort und der Tat liegt das Meer. From a brother who knows my friend.